Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir ein lustiges kleines Experiment mit meinem guten alten Goblin 77. Ihr habt ja bestimmt mitbekommen, dass es von SAB einen neuen 77er gibt. Jetzt war ich ja in Italien gewesen und habe gebetet, dass irgendjemand das Ding mit richtig schön Low RPM fliegt, was ja möglich ist mit 3 Blatt, aber hat keiner gemacht. Also habe ich mir jetzt gedacht, dann mache ich das selber und ich starte jetzt ein lustiges kleines Experiment. Nämlich, ich nehme das komplette Setup, was ich in diesem 77er habe, das ja für 12S ausgelegt ist. Jetzt baue ich heute einen lustigen 3-Blatt-Heckrotor da drauf. Und dann gehe ich einmal raus mit einer 10S-Stange und einmal mit einer 6S-Stange. Erstens, wir werden einen Haufen Gewicht sparen, wodurch der Heli besser fliegt. Und durch die geringere Spannung wird sich die Drehzahl senken. Ich werde nicht umritzeln, ich werde keinen anderen Motor reinmachen, keinen anderen Regler. Es bleibt alles so, wie es ist. Und dann bin ich sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Ich verspreche mir von dem 3-Blatt-Heckrotor einfach mehr Heckstabilität bei wenig Drehzahl und durch die geringere Akkugröße eine geringere Drehzahl. Und natürlich weniger Gewicht, wodurch das Ding nochmal geiler fliegt. Also, ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Ihr werdet das zusammen mit mir erleben. Ich fange jetzt erstmal an, dieses Ding hier aufzubauen und dann hoffe ich, sehen wir uns morgen nach der Arbeit für die ersten Tests. Viel Spaß! So, wir sind jetzt hier auf dem Flugfeld. Naja, Flugfeld auf dem Feldweg. Und als erstes mache ich jetzt einen kleinen Testflug mit dem 3-Blatt-Heck und dem üblichen 12S-Setup. Es ist jetzt ein 12S 4000 mAh Akku
damit es nicht ganz so schwer wird. Und wir gucken jetzt auch mal, welche Drehzahlen wir erreichen und wie die Kiste sich so fliegt. Viel Spaß! So, nächster Flug. Dieses Mal habe ich jetzt 2x5S, also 10S insgesamt mit 4700 mAh. Den Schwerpunkt habe ich noch hinbekommen, gerade so. Also es ist schon grenzwertig. Ich bin gespannt, wie das bei den 6S nachher wird. Und jetzt gucken wir mal, welche Drehzahlen und welches Verhalten wir damit hinkriegen. Das ist Vollpitch. Wagen wir mal den ersten vorsichtigen Überschlag. Vollpitch.
habe jetzt nur noch einen einzelnen uralten 6S-Akku da reingepackt. Ich hoffe, der geht mir nicht hoch. Schwerpunkt, nein, war leider nicht mehr möglich. Ich habe jetzt auch nicht großartig vor, 3D damit zu fliegen. Ich will mal gucken, ob welche Drehzahl wir kommen, weil es mich auch einfach interessiert und wie sich das Ding anhört und wie das Heck hält. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ja, fertig? Tut's nicht. Okay, Moment, das. Ich will nur noch mal gucken, welche Drehzahl das war.